Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Liebe grosse Gemeinde, die Heia der Bildschirm. Hier auf dem finsteren Boden begrüße ich euch herzlich. Und ich freue mich, mit euch zu feiern, über Raum und Zeit weg. Wir zeichnen den ökumenischen Gottesdienst auf, aber ich stelle mir vor, dass der Himmel über uns miteinander verbindet. An jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Bandtag ist abgesagt. Es gibt keine gemeinsame Wanderung, kein Mittagessen und kein gemütliches Zusammensein. Die Chöre vom Jugendchorfestival müssen zu Hause bleiben. Die Auftritte und Konzerte finden nicht statt. Aber das Singen von unserem Chor wird heute auch dabei sein. Mit bewegender Musik und eindrücklicher Umgebung und berührenden Worten bringen wir den ökumenischen Gottesdienst zum Ufertag zu euch heim. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. In Dankbarkeit beginnen wir mit dem Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Mitten in einer sehr speziellen Zeit feiern wir das Fest Auffahrt. Damit ist nicht gemeint, dass Jesus, der Mensch geworden und für uns da ist, dass er Flucht ergreift aus unserer zerrissenen Welt. Nein. Dass er uns allein lässt. Nein. Nicht einmal auch in der Corona-Zeit mit den vielen Sorgen und Nöten. Christus, der in den Himmel auffährt, nimmt die ganze Schöpfung hinein in den Himmel, damit alle unsere menschlichen Erfahrungen in den Himmel aufgehoben sind. In anderen Worten kann man sagen, der geringste der Menschen wurde in Gott gerettet und unsere angefochtene und zertretene menschliche Existenz wird in Gott gerettet werden. Ich werde für euch da sein. Jesus bleibt uns dennoch nahe, zugewandt durch sein Wort, sein Gebot und durch das Zeichen seiner Liebe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, ist sein Versprechen. Dieses Fest lädt uns ein, unser Blick auf Jesus, auf den Himmel zu richten, damit wir uns nicht in die Sorgen dieser Welt verlieren, im Wissen, dass wir in unseren Herzen schon woanders sind.
Auffahrt ist ein Auftrag an uns, unsere Welt zum Himmel auf Erden zu machen und so den Blick der Menschen für den Himmel, für die Gegenwart Gottes zu weiten. Daher lautet das diesjährige Motto, Pfarreimotto der örtlichen katholischen Pfarrei: Weite Räume, Räume weiten. Falls wir uns dennoch fragen, wo der Himmel ist, lese ich Ihnen einen Text von Wilhelm Wilms vor. Weißt du, wo der Himmel ist? Außen oder innen? Eine Handbreit rechts und links? Du bist mitten drin. Weißt du, wo der Himmel ist? Nicht so tief verborgen. Einen Sprung aus dir heraus, aus dem Haus der Sorgen. Weißt du, wo der Himmel ist? Nicht so hoch da oben. Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben. Die Stimme vom Chor Jutz helfen uns jetzt beim Ankommen unter dem weiten Himmel. Lasset uns beten. Du Gott des Himmels und der Erde, dir gehört der Himmel, aber du öffnest ihn für uns. Dir gehört die Erde, aber du machst sie weit für uns. Schenke uns deinen Geist und mache uns zu deinen Zeugen. Glücklich und mutig. Deine Liebe ist grenzenlos. Das hast du uns mit Jesus versprochen. Heute ohne Maß und ohne Ende. Erfülle du uns mit Freude und Dankbarkeit durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen zusammen singen. Großer Gott, wir loben dich.
Aus dem Psalm 47. Gott steigt empor unter Jubel. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. Denn fürchtgebietend ist der Herr, der Höchste, ein großer König über die ganze Erde. Gott steigt empor unter Jubel. Gott steigt empor unter Jubel. Der Herr beim Schall der Hörner singt unserem Gott, ja, singt ihm. Singt unserem König, singt ihm. Gott steigt empor unter Jubel. Denn König der ganzen Erde ist Gott. Singt ihm ein Weisheitslied. Gott wurde König über die Völker. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Gott steigt empor unter Jubel. Bist vom Hohen Himmel.
aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit ging die 11 Jünger nach Galiläa auf dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Und noch einmal hören wir die Stimme von unserem Chor jutz.ch. Wo können die Menschen Gott finden? In der Natur, sagen die einen. Und fühlen sich da aussen in der freien Natur unter dem weiten Himmel Gott besonders nach. Im Schicksal, meinen andere. Und dadurch fühlen sie sich in jeder Lebenslage von Gott getragen. Nie, sagen nochmal andere. Weil sie glauben,
dass Gott nicht existiert. Ja, liebe grosse Gemeinde, wo können die Menschen Gott finden? Diese Frage ist nicht neu. Schon vor 3000 Jahren hat der König Salomo darüber nachgedacht. Das war bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Beim Einweihen von diesem Tempel betet der grosse König Salomo. Und das Gebet, das lese ich euch jetzt vor. Es steht im 1. Königbuch, im Kapitel 8, in den Versen 22 bis 28. Und vor der ganzen Gemeinde Israels trat Salomo an den Altar des Herrn, breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich, nicht oben im Himmel und nicht unten auf der Erde. Den Bund und die Treue bewahrst du deinen Dienern, die mit ganzem Herzen vor dir hergehen. Der du deinem Diener David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du zugesagt und durch deine Hand hast du es erfüllt, wie am heutigen Tag. Und nun, Herr Gott Israels, halte deinem Diener David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast, da du versprochen hast, es soll vor dir mir nicht fehlen ein Nachfolger, der auf dem Thron Israels sitzt. Wenn nur deine Söhne Acht haben auf ihren Weg und vor mir gehen, wie du vor mir gegangen bist. Und nun, Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Diener David, meinem Vater, gesprochen hast. Aber sollte Gott denn wirklich auf Erden wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel, kann dich nicht fassen. Wie viel weniger dann dieses Haus, das ich dir gebaut habe? Wende dich dem Gebet deines Dieners zu und seinem Flehen. Herr, mein Gott, und erhöre das Flehen und das Gebet, das dein Diener heute vor dir betet. Himmel, fahrt. Himmel, in gesteigerter Form kommt das Wort Himmel in dieser Rede, in unserem Text, immer wieder vor. Und zwar in einem Vers. Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Der Satz soll heute zu uns reden. Ich glaube, dass er uns etwas zu sagen hat für unsere Zeit. Und ich will mich auf die Suche machen nach einer Verbindung zum heutigen Himmelfahrtstag. Der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Ja, Gott ist gross, so gewaltig, so unendlich, so weit, so unfassbar, so unantastbar. Ich höre Staunen in diesen Worten. In diesem Staunen spüre ich das Lob vom Schöpfer dieser Welt und der Quelle vom Leben. Ich sehe das Kopfschütteln über das Wunder, denn zumal und heute, dass der Gott, der das Universum gemacht hat, sich mit uns kleinen Geschöpfen abgibt. Der Salomo, der doch König war, drückt in seinem Gebet eine unerkannte Bescheidenheit aus. Er ist sich vielleicht bewusst, wie viel grösser Gott ist. Darum komme ich zurück zu dieser Frage. Wo können die Menschen Gott finden? Salomo, seine Zeitgenossen, hätten auf diese Frage wahrscheinlich geantwortet: Im Tempel. Ja, wo denn sonst? Der Salomo antwortet überraschend anders auf diese Frage. Gott ist so gross, dass er noch nicht einmal den Himmel in fassen kann.
Wie kann das denn der Tempel? Gott lässt sich nicht einmauern in ein Gebäude und sei es noch so prächtig gebaut. Gott ist grösser. Grösser als unser Denken und Begreifen, unser Ahnen und Können, unser Loben und Preisen. Unfassbar ist Gott. Grösser als das Weltall und alles, was wir uns je vorstellen können. Wie sollte er da in einem Tempel wohnen, wo Menschen gemacht haben? Jetzt weiss ich, was das mit unserer Zeit und unserem Fest, das wir heute feiern, zu tun hat. Es ist genau das Staunen, die salomonische Bescheidenheit. Ja, wer schüttelt denn heute noch verwundert den Kopf, wenn jemand sagt, Gott wohnt unter uns? Ich auf jeden Fall habe mich daran gewöhnt, das zu hören und selber auch so zu reden. Kann ich noch raufschauen und still werden vor Erschütterung und Ehrfurcht? Ist es noch möglich, dass ich ungläubig staunen kann und mich verwundern über das Wunder? Es ist doch zur Zeit vom Salomo und auch heute noch das grösste, gewaltigste und schönste Wunder, dass Gott nicht im Himmel geblieben ist, nicht hoch über uns thront und auf uns herabschaut. Solange das Menschen auf der Erde wohnen, bleibt das unglaublichste und das erschütterndste Ereignis, dass Gott absteigt vom Himmel auf die Erde. In Tempel und Kirchen, aber auch in Stall und Häuser, Schlösser und Hütten, in unsere alltägliche Erfahrung, in unser Leben. Er lässt sich ein auf eine Beziehung mit uns. Der Himmel, wo wir manchmal meinen, er sei so weit weg, ist mitten unter uns. Ein Wunder. Vielleicht kann uns das da aussen in der Natur unter der Weite vom Himmel wieder neu bewusst werden. Und gerade auch noch in einer Zeit, wo alle Selbstverständlichkeiten auf den Kopf gestellt werden, tut uns der Blick zum Himmel auf, die Augen auf für die andere Dimension von Gott. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wie mir das Staunen Kraft zum Aushalten von dieser ungewissen Situation gibt, wo wir jetzt alle drinnen leben. Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Und der unendliche Gott hat sich so klein gemacht, dass er in unsere Kirchen und Tempel, in unsere Häuser und Wohnungen, ja, sogar in unser Herz hineinpasst. Ein Wunder. Heute ist das Fest Christi Himmelfahrt. Die Kirchen bedenken gerade heute die Grösse und die Herrlichkeit von Gott. Die Menschen sind eingeladen, über die Niederkunft von Gott in dieser Welt zu staunen. Manches, was selbstverständlich geworden ist, können wir heute neu bedenken, neu werten, neu verstehen. Und vielleicht ahnt ihr jetzt, warum dazu gerade dieser Festtag so passend ist. Wenn ich höre, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel, dann wird mir das Unvorstellbare von seiner Grösse und Weite bewusst. Es erinnert mich an all die Texte in der Bibel, wo der Himmel nicht als fassbarer Ort von Gott beschrieben wird, sondern als grenzenlose und unendliche Dimension vom Schöpfer. Das Staunen lässt mit Bedeutung von Auffahrt erahnen. Wer absteigt und auffahrt, der verbindet, bringt zusammen und ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Das Reich von Gott, das Himmelreich, das ist mitten unter euch. Ihr müsst nur die Augen auftun für die Gegenwart von Gott in eurem Leben und auf dieser Welt. So hat Jesus predigt. Und an seinem Himmelfahrtstag wird noch einmal die Verbindung von Himmel und Erde ganz deutlich. Ich bin bei euch, bis ans Ende der Welt. Ich vertraue darauf. Nichts
kann uns mehr trennen von der Liebe von Gott. Der Kreis vom Absteigen und Auffahren hat sich geschlossen. Und wir sind Ewigkeit in seinen Bund hineingenommen. Es ist meine christliche Überzeugung, dass wir zu dem Gott gehören, der den Himmel, den höchsten Himmel, nicht fassen kann. Der heutige Tag lädt die Menschen ein, neu zu staunen und alles Selbstverständliche vom Glauben abzulegen. Ja, gerade in dieser Zeit, wo so viel Gewohntes wegfällt, bin ich selber wieder betroffen und in die Staunen hineingenommen worden. Mir ist in diesem Lockdown das Blühen vom Kirschbaum in meinem Garten ganz neu aufgefallen. Die Pracht und die tägliche Veränderung bis zu heute, wo der Baum geragelt voll ist mit Kirschen, die schon bald rot werden. Ja, aber auch die Verbundenheit in der Nachbarschaft, das Einkaufen für eine ältere Frau, ist mir zu Herzen gegangen. Die Dankbarkeit für eine kleine Geste oder für eine kurzen Schwatz konnte ich noch nie so spüren. Das Ungewöhnliche und Unverständliche von dieser Krise bringt mir die Tiefe von diesem Himmelstag ganz neu nach. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel, kann dich nicht fassen. So stelle ich zum Schluss nochmal die Frage. Wo können die Menschen Gott finden? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Menschen heute neu die Staunen lernen und bescheiden erkennen, dass Gott so gross ist, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist. Amen. Wir sammeln uns zum Fürbittegebet und dem anschließend gemeinsam gesprochenen Unser Vater. Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. Wir können dich nicht fassen und du bleibst auch an diesem Himmelfahrtstag in der Corona-Krise unfassbar. Wir danken für die kleinen Wunder des Alltags, die wir so schnell übersehen. Öffne uns immer wieder die Augen, damit wir dich unerwartet und überraschend in unserem Leben entdecken. Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. Wir danken für die vielen Menschen guten Willens, die sich bemühen,
die Welt zu verbessern und dadurch den Himmel erfahrbar für viele machen. Lass uns auf dein Wort vertrauen. Stärke und erfülle unser Herz mit Liebe, damit wir dich loben und preisen. Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. Wir denken an die Menschen, die davon zurzeit nur wenig spüren. Alte, die einsam sind, oder Kranke, die isoliert sind. Hilf, dass auch sie gerade in dieser distanzierten Zeit etwas vom Himmel spüren und Freude erleben können. Gott, du hältst deinen Himmel offen für alle Menschen. Wir beten für alle, denen es schwer fällt, an die Auferstehung und das ewige Leben zu glauben, dass sie Gottes unendliche Liebe und Nähe erfahren. Erfülle die Sehnsucht unserer lieben Verstorbenen und schenke ihnen Heimat und Frieden bei dir. In der Stille denken wir an unsere persönlichen Anliegen, bei denen wir deinen Himmel, dein Reich besonders nötig haben. Vereint mit den Christen auf der ganzen Erde und im Himmel beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir zusammen singen: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.
lasset uns beten. Wir danken dir, Herr, weil du heute, morgen und immer bei uns sein wirst. Es wird keinen Tag geben, an dem du nicht bei uns sein wirst. Lass uns, Herr, von dir diese Gewissheit empfangen, die zwar unsere Ängste nicht vollständig behebt, aber unser Herz im Innersten ändert. Wir danken dir, Herr, Gott, unser Vater. Du gibst uns durch den Tod und die Auferstehung Jesu den Geist, der uns diese Gewissheit ins Herz legt, die von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben soll. Amen. Gott gebe dir ein Herz, das dich fähig macht zu ehren und mutig und bereitwillig zu folgen. Er öffne euer Herz für sein Gesetz und seine Gebote und schenke euch Frieden. Er erhöre eure Gebete, schenke euch Versöhnung und verlasse euch nicht in Zeiten der Not. Das gewähre euch der drei einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.